Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir haben die Rüstung des Tiva Septim an uns gerissen in der letzten Folge in Sanctuary. Haben dann nochmal ein bisschen was über Zurin Arctus erfahren, dem Unterkönig, der leider nicht mehr existiert hat. Ich hätte mich gefreut gehabt, hätten wir ihn hier auch nochmal gesehen gehabt. So als Licht oder andere Gestalt. Ach nö. Kommt jetzt ein Bär. Es wäre schön gewesen. Hätten wir Kuri nochmal gesehen gehabt. Das letzte Mal war er ja in Daggerfall. Quasi anwesend, kann man sagen. Da hatte man die Möglichkeit gehabt, ihm das Mantella zu überreichen. Ne, das Totem zu überreichen. Ist das ein Video? Schade, dass er nicht da war. Das war wirklich jetzt eigentlich eine Enttäuschung, dass Zurin in der letzten Folge nicht anwesend war. Aber naja, okay, er ist wahrscheinlich schon gestorben. Aber wir sind jetzt zumindest bei Martin und können ihm jetzt gleich die Rüstung wenigstens überreichen. Auch wenn es langsam dunkel ist. Ich hoffe, wir wecken ihn jetzt nicht. Ich habe vergessen, mir Kaffee einzugießen, zu machen. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und bin gleich mit Kaffee wieder da. So früh in der Folge. Aber bis gleich. So, da bin ich wieder. Sorry. Hab jetzt wieder Kaffee gemacht. Dass ich so früh in der Folge einmal kurz unterbrechen musste. Wegen Kaffee. Tut mir leid. So einen Cut machen musste. Aber, ja, ich... Gruß euch. Gruß. Ja. Ist jetzt ein Tisch mehr dazu gekommen? Martin! Ich fürchte, ich mache nur langsam Fortschritte mit dem Mysterium Xaxis. Wie ergeht es euch bei eurer Suche nach der Rüstung von Tiva Septim? Ich habe die Rüstung von Tiva Septim bei mir. Durch meine Adern mag das Blut der Septime fließen, aber ihr habt die Seele eines Helden. Die Rüstung von Tiva Septim selbst. Joffrey wird erstaunt sein, wenn er sie sieht. Ihr könnt Joffrey versichern, dass ich die Rüstung nicht zerstören werde. Alles, was ich brauche, sind ein paar Spuren von Talos göttlichem Blut. Wenn es um Reliquien von Tiva Septim geht, sind die Klingen mindestens so empfindlich wie Priester. Okay, wie kann ich sonst noch helfen? Während eurer Abwesenheit habe ich Fortschritte beim Entschlüsseln des Rituals des Mysteriums Xaxis gemacht. Als drittes brauchen wir einen großen Welkinstein. Vielleicht habt ihr schon mal kleinere Welkinsteine gesehen. Sie sind in Eileiden-Ruinen häufig zu finden. Ein großer Welkinstein wird allerdings nicht leicht aufzutreiben sein. Sie wurden wegen ihres hohen Wertes, den sie für Magier und Okkultisten haben, im Lauf der Jahre einer nach dem anderen gestohlen. Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem sich noch einer befinden soll. Die Ruinen der Eileiden-Stadt Miskarkant. Dort haben viele auf der Suche nach diesem großen Stein ihr Verderben gefunden. Da uns aber nur ein großer Stein nützt, muss euch gelingen, woran alle anderen gescheitert sind. Meinst du diese Valar-Steine? Ich besitze den Stein bereits. Ihr seid ein wahres Wunder. Nicht nur der Held von Quatsch, sondern auch der Meister von Miskarkant.
Was ist der letzte Gegenstand, den wir brauchen? Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Daedra und der Göttlichen waren. Welkindsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu halten. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Siegelstein? Wo ist der Haken? Es wird euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumar wird es sicherlich auch nicht gefallen. Große Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will, um Brumar zu zerstören. Wir lassen Sie also das Tor öffnen? Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht der daedrischen Belagerungsmaschine. Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Brumar erlauben. Mindestens wirst du hier sicher sein? Nein. Ich werde die Verteidigung Brumars selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll, wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Es ist zu gefährlich. Ich werde den Kampf... Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt ist, dass wir handeln. Dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Habt ihr im Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Wie ihr befehlt, ehrenwerter Kaiser. Bitte, mein Freund. Ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Ich benachrichtige die Gräfin sofort. Gut. Bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein. Großer Welkenstein. Speicher einmal. Was passiert, wenn ich den einfach nehme? Kann ich nicht. Okay. Da kommt der große Welkenstein hin. Dann kommt hier wahrscheinlich der große Siegelstein. Er hat doch gesagt, großer Siegelstein, oder? Das malst du schon auf dem Weg? Jo. Er hat Wegfindungsprobleme. Wie jeder gute NPC. Und... Joffrey! Was ist? Schlachtpläne. Schön. Danke. Gehabt euch wohl. So, ich mach mich mal auf den Weg zu... Dings. Okay, ich hatte gehofft gehabt, dass wir jetzt... erstmal eine Weile Pause haben werden von den Oblivion-Toren. Wir hatten jetzt sehr, sehr viele Folgen gehabt, wo ich einen nach dem anderen abgeklappert habe. Und ja, jetzt dürfen wir das nochmal machen. Ich wollte jetzt erstmal wieder Pause davon haben. Oblivion-Tore schön und gut, aber... Oh, die beiden sind schon da. So, die Großhalle. Seid gegrüßt, mein Herr. Wer bist du? Ach, Tolgan. Gut.
Leibwächter der Gräfin. Ich wusste, ich könnte auf euch zählen. Ja, hi, Navina. Seid gegrüßt. Was gibt es Neues vom Wolkenherrscher-Tempel? Ja, das wird euch gar nicht gefallen. Wir haben gewisse Schlachtpläne. Ein verzweifelter Plan, in der Tat. Dieser Prinz, Kaiser, Martin würde meine gesamte Stadt aufs Spiel setzen, um an einen großen Siegelstein zu gelangen? Wir müssen das Omelett wiederfinden. Ist das die einzige Möglichkeit, diese Invasion aus Oblivion zu stoppen? Ich muss zugeben, ihr seid die erste Person, die von einem Sieg über diese Daedra spricht. Dieser Krieg erschien mir so aussichtslos. Aber was konnten wir schon tun, außer durchzuhalten und auf einen Helden zu warten, der uns retten würde? Und nun sieht es so aus, dass es doch einen Thronerben gibt, verborgen im Wolkenherrschertempel und vielleicht auch einen Helden? Ja, Martin wartet bei der Kapelle. Ihr weicht meiner Frage aus. Sehr gut. Denkt nicht, dass ich euch nicht glaube. Die Herrscher von Brumar haben schon lange mit dem Wolkenherrschertempel zu tun. Wir wissen, wem sie dienen. Ich werde Martin an der Kapelle treffen. Wenn alles bereit ist, werde ich meinen Männern befehlen, die Tore nicht mehr zu schließen und sich auf den Kampf einzustellen. Kommt Gräfin? Mit mir zur Kapelle von Talos. Ich möchte mit eurem Herrn reden. Okay, hier gibt's die Kapelle von Talos. Okay. Apropos, hab ich irgendwelche Debuffs gerade? Ja. Grüßt, mein Herr. Okay, Soldat? Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Skingrad zurückzukehren. Lea Wien-Soldat? Ich freue mich darauf, es diesen Hunden für das, was sie Quatsch angetan haben, zumindest die Hände eines teilweise heimzahlen zu können. Okay, die chillen alle hier. Jemand habe endlich Fürst Flendrals Schatten die ewige Ruhe geschenkt. Das ist später. Lebt wohl. Seid gegrüßt, neuer Schritt wirkt geschmeidig. Oh, Kirchenglocken. Erschrecken jeden Sonntagmorgens. So, einmal muss ich mich hier... Frohlock hat euer Glaube, hat eure Gebrechen von euch genommen. Perfekt. So muss das. Jetzt warten wir. Und hier einfach hinsetzen. Eure Hoheit, ich bin Narina Carwein, Gräfin Bruma, zu euren Diensten. Förmlichkeiten sind jetzt nicht nötig. Noch bin ich nicht Kaiser. Und dieser Gedanke, dass ich der Thronerbe sein soll, ist mir auch noch ganz neu. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, dass ich um ein großes Maß an Vertrauen bitte. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten hätte ich diesen Vorschlag nie gemacht. Euer Oberster hat mir die Situation bereits erklärt. Ich habe mich einverstanden erklärt. Diesen Krieg werden wir nicht mit Vorsicht gewinnen. Ihr besitzt die seltene Gabe zu wissen, wann Verzweiflung der Pfad der Weisheit ist. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um eure Stadt zu verteidigen, Fürstin. Wenn Brumar fällt, fällt auch das Kaiserreich. So sei es. Ja? Was guckt ihr mich jetzt an? Ich bin bereit für den Kampf, wenn ihr es seid, Meister. Wie lautet eure Antwort? Ich bin noch nicht bereit. Wie ihr wünscht. Ich werde hier warten, während ihr euch auf den Kampf vorbereitet. Martin? Sobald ihr bereit für die Schlacht seid, wird die Gräfin ihren Männern befehlen, nicht mehr zu versuchen, die Tore vor der Stadt zu schließen. Okay, wie sind die Schlachtpläne nochmal? Wir müssen die mythische Morgenröte in ihrem Plan gewähren lassen, drei kleinere Tore vor Brumar zu öffnen.
Nach den Plänen, die ihr diesen Spionen abgenommen habt, brauchen sie drei kleinere Tore, damit sie ein großes Tor öffnen können. Und durch das große Tor können sie dann die Belagerungsmaschine holen, mit der sie die Mauern von Brumar einreißen wollen. So wie in Quatsch. Aber unsere einzige Hoffnung ist es, den großen Siegelstein zu bekommen, mit dem wir das Ritual abschließen können. Sobald das große Tor sich öffnet, müsst ihr rasch handeln. Okay, wegen der D3-Magie. Als junger Mann begehrte ich, wie viele meiner Lehrlingskollegen, gegen die Beschränkungen der Magiergilde auf. Wir haben uns auf die Rätsel der dädrischen Magie gestürzt. Wir sehnten uns nach verbotenen Geheimnissen. Wissen und Macht waren unsere Götter. Den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Wir wurden der Lage einfach nicht Herr. Leute starben. Meine Freunde starben. Ich habe diese Tage hinter mir gelassen. Aber das bittere Wissen, dass man einst ein Narr gewesen ist, hat auch seinen Wert. Okay, Gehabt euch wohl, mein Freund. Gräfin? Hä? Ich bin bereit für den Kampf, wenn ihr es seid, Meister. Wie lautet eure Antwort? Lasst die Kämpfe beginnen. So sei es. Brumars Schicksal liegt nun in den Händen der Götter und in den euren. Verteidigung von Brumar. Bot, schickt die Truppen in den Kampf. Wie ihr befehlt, Gräfin. Martin Septim! Danke, meine Fans! Danke! Martin Septim! Heil Martin Septim! Heil Martin Septim! Martin Septim! Martin Septim! Martin Septim! Okay. Ich grüße euch! Schicken Helm habt ihr da, Martin? So. Es geht los. Vielleicht einmal kurz speichern. Wer ist das? Es heißt, vor der Stadt soll sich ein Tor geöffnet haben. Auf geht's. Ja, da vorne. Martin und ich haben das Schlachtfeld erreicht. Ich muss Martin schützen, bis sich das große Tor öffnet. Soldaten von Cyrodiil, das, was wir heute tun, entscheidet darüber, ob das Kaiserreich steht oder fällt. Wollen wir zulassen, dass die Dedra Brumar das Gleiche antun, was sie Quatsch angetan haben? Wollen wir zulassen, dass sie unsere Häuser anzünden, unsere Familien ermorden? Nein, wir werden uns ihnen entgegenstellen. Heute, jetzt, für ganz Cyrodiil. Wir müssen standhalten, bis der Held von Quatsch ihr großes Tor zerstört hat. Wir müssen alles töten, was aus diesem Tor herauskommt. Soldaten von Cyrodiil, steht ihr zu mir? Dass die Dädra auch gewartet haben, bis Dädra Beinschien, Dädra Brustharnisch, Dädra Stiegel. Oh Mann! Wenigstens Stahlfeil. Mal, wo ist mein Schild? Was soll ich sagen? Und jetzt fallt um. Das zweite Oblivion-Tor hat sich geöffnet. Nachdem alle drei offen sind, wird die mythische Morgenröte ein großes Tor öffnen. Ich muss Martin schützen, bis sich das große Tor öffnet. Ja. Ein Soldat ist gefallen. Oh. Nein, ich habe den falsch angegriffen. Lasst es uns zu Ende bringen.
Martin, wie viel Leben hast du noch? Oh Mann! Jo! Wird immer schlimmer hier. Weg mit dem Schiebeleid. Das dritte Tor Oblivion-Tor hat sich geöffnet. Die mythische Morgenröte wird bald ein großes Tor öffnen. Ich muss Martin schützen, bis ich das große Tor öffne. Danke auf. Ja, ich muss aber auch aufpassen, dass ich mich nicht versehen. Mögen die Drachenfeuer ewig brennen! Wie viele Soldaten gibt es hier noch? Das große Tor hat sich geöffnet. Ich muss es sofort durchqueren und seinen großen Siegelstein bergen, bevor die Verteidiger von Bruma überrannt werden. Alter, was ein Riesentor. Martin, du schaffst das. Ich habe das große Tor durchquert. Die dädrische Belagerungsmaschine rollt in Richtung des Portals. Wenn sie das Tor verlässt, bevor ich den Siegelstein erreiche, ist alles verloren. Okay, Zeitaufgabe. Ich renne durch. Also keine Zeit, mich hier umzusehen. Ich muss direkt los. Dremora Kaitiv. Oh Mann, ich hätte gern ein anderes Schild. Okay, so. Nein, ich muss. Ich steck hier fest. Komm. Schaffe ich es von hier aus wieder hoch? Irgendwie? Zwölf Minuten, um das große Tor zu schließen. Ich komme hier aber nicht mehr hoch, ne? Hier. Ich glaube, ich muss. Das hier eben zu mir nehmen. Tschüss. Keine Zeit für euch. Bleib unten. So. War die weiblich? Der Zackenpfeil. Dremora schwerer Bogen. Ich glaube, ich muss erstmal nach ganz oben das Tor öffnen.
hier oben ist was. Kühn und Walkühn. Kühn und Walkühn. Ja, hier. Nachloser Diamant. Ich So, jetzt geht mir nicht auf den Sack. So. Ein Rebeschild, ja. Ist der Tor da? Auch noch einer. So. Da. Siegelwaffe. Verbeugt euch vor mir. Siegelschlüssel. Okay, den muss ich so oder so besiegen. Das war zu nah am Bildschirm. Schutz. Wie sieht es damit aus? Der macht 23 Schutz. Ja, toll. Nehme ich mal beides mit, aber... Führt doch nirgendwo hin. Das führt nur nach unten, oder? Acht Minuten noch. Oh oh. Hä? Wo muss ich hin? Achso, jetzt eben ganz schnell alles reparieren. Ja, komm, wir machen alles. Wir machen alles, alles. Ja, hier. Hier geht's nach oben. So, jetzt einmal an denen allen vorbeirennen wieder. Alter. Ach, da war ein Beschworener. Okay. So, ich habe aber keine Zeit für die. Ich brauche dessen Siegelstein. Die Minuten noch. Okay. Hey. Ring der Diebe, Siegelschutz. So. Schnell durchs Tor. Wir öffnen die Siegelschlüssel. Die haben immer das falsche Schild.
Adventures. Den Stein nehme ich mit. Was das? Gibt es hier niemanden mehr? Sechs Minuten noch. Der große Siegelstein. Ich habe den großen Siegelstein erreicht und das Tor geschlossen. Die Schlacht von Gruma ist gewonnen. Jetzt muss ich den Siegelstein Martin überreichen. Okay, ich hatte gedacht gehabt, so dass wir jetzt sehr knapp hier. I reached the Great Seagull Stone and closed the grate. The Battle of Rumors won. Now to give the Seagull Stone to Martin. Alle tot oder wie? Remora Rüte. Gut. Gut hat's nicht überlebt. Heute haben wir einen großen Sieg errungen. Wir haben nun die Möglichkeit, das Amulett der Könige von Mankar Camoran zurückzuholen. Aber wir müssen rasch handeln. Camoran wird nicht lange brauchen, bis er erkennt, in welcher Gefahr er schwebt. Denkt daran, das Portal wird sich hinter euch schließen. Nehmt also alles mit, was ihr braucht. Ich werde das Ritual bei eurer Ankunft in der großen Halle bereit haben. Lebt wohl. Wegen des Mysteriums Xarxes? Ich habe alles Nötige für das Ritual, um mit Hilfe des Mysteriums Xarxes eine Pforte zum Paradies von Camoran zu öffnen. Bedenkt, dass sich die Pforte hinter euch schließen wird und ihr daher alles, was ihr braucht, mit euch nehmen müsst. Wegen des Oblivion-Tors? Der einzige Weg, um alle Tore nach Oblivion auf ewig zu verschließen, besteht darin, dass ich die Drachenfeuer im Tempel des Einen wieder entfache. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, das Amulett der Könige von Mankar Camoran zurückzuholen. Okay. Gehabt euch wohl, mein Freund. Wir haben Joffrey verloren. Akaviri Daikatana. Joffrey, Runefrieden Bird. Noch ein Siegelstein. Noch ein Soldat ist gefallen. Noch ein Soldat. Wir haben Bert und Joffrey auf jeden Fall verloren. Ich hoffe, die werden jetzt nicht für noch mehr Quests oder so gebraucht. Martin? Benötigt ihr etwas? Ansonsten werde ich das Ritual jetzt vorbereiten. Die Zeit drängt. Okay, Gehabt euch wohl, mein Freund. Gehabt euch wohl. Vielleicht einmal alles jetzt reparieren. Das Ding kam schon zu Teil raus, auf jeden Fall. Ist schon ein krasses Ding eigentlich. Was war da oben? Ach,
Okay, ich dachte nur da oben wäre was. Kann ich auf die Lagerungsraupe drauf? Ah, der wollte jetzt nicht springen. Das Ding war schon komplett. War schon komplett hier. Okay, auch zu Geoffrey. Ist das schon oben oder wie? Auf einmal hat er auch ein richtig schnelles, flotten Tempo drauf. Ich hoffe aber wirklich, dass Geoffrey und Bird nicht mehr für irgendwelche Quests gebraucht werden. Dass es jetzt mit den beiden auch abgeschlossen ist. Die Klingen haben jetzt aber auch schon eine Menge Verluste hinter sich. Es ist alles da, was wir für das Ritual brauchen. Ich werde das Portal öffnen, sobald ihr bereit seid. Ich weiß nicht, was ihr dort in Kamorans Paradies finden werdet. Aber ich weiß, dass ich dieses Portal, das ich mit dem Ritual aus dem Mysterium Xaxis öffnen werde, direkt hinter euch wieder schließen wird. Ihr müsst einen anderen Weg hinausfinden. Bestimmt, ich glaube, dass Mankar Kamoran eine Art Verankerung für das Paradies ist, so wie die Segelsteine die Oblivion-Tore verankern. Tötet Mankar Kamoran und sein Paradies wird vergehen. Soll ich das Portal zum Paradies öffnen? Seid ihr bereit? Ja, öffne es. Geht mit unseren besten Wünschen. Unsere Gedanken werden bei euch sein. Bringt das Amulett der Könige zurück. Seid gewappnet. Kann ich den großen Siegelstein nachher behalten? Oder werden die verbraucht sein? Süßer kleiner Portal. Wir sind tot. Ich habe Kamorans Paradies erreicht. Das Portal hat sich hinter mir geschlossen. Ich muss Mankar Kamoran finden, ihn töten und das Amulett der Könige bergen. Letztlich beehrt uns das Katzenpfötchen der Septims auch mit seiner Anwesenheit. Ihr habt doch wohl nicht erwartet, mich ausgerechnet hier überraschen zu können im Paradies, das ich geschaffen habe. Seht euch mein Paradies an. Gaia Alata in der alten Sprache. Eine Vision der Vergangenheit und der Zukunft. Gaia Alata. Ist das auch eine eigene Insel irgendwo in einer dädrischen Sphäre? Irgendwo im Reich des Oblivion? Denn es sind hier Sphäre unterwegs. Keine Ahnung, was uns hier jetzt noch alles erwarten wird. Seht den wilden Garten, wo meine Jünger für ihre höhere Bestimmung die Herrschaft über das neue Tamriel gehärtet werden.
Wenn euch das Schicksal wirklich als Helden auserkoren hat, was ich hoffe, so wird euch der Garten nicht lange aufhalten. Hebt euren Blick zu Karak Agaialon, meinem Sitz am Gipfel des Paradieses. Dort werde ich euch erwarten. Hier geht's aber auch noch nach unten. Ich will mich hier umsehen. Oder geht's hier weiter? Hört man Charakter Moran oder? Aufgestiegen und sterben. Seid ihr gekommen, um uns alle aus dem wilden Garten zu befreien? Gaia Alata? Gaia Alata nennt der Meister diesen Ort. Wir nennen ihn einfach Paradies. Dies ist der wilde Garten. Hoch oben auf diesem Berg liegt die Terrasse der Morgenröte. Sie führt zum Palast von Mankaka Moran. Karak Agaialor. Unter dem Berg liegt die verbotene Grotte, der einzige Ausweg aus dem wilden Garten. Verbotene Grotte? Dies ist der einzige Ausweg aus dem wilden Garten. Nur Träger der Bande der Auserwählten dürfen die verbotene Grotte betreten. Sie kehren jedoch nie zurück. Daher wissen wir nicht, was sie erwartet. Bande der Auserwählten? Nur Träger der Bande dürfen die verbotene Grotte betreten. Und keiner, der sie betreten hat, ist je zurückgekehrt. Okay, und was könnt ihr mir über den wilden Garten sagen? Jeder hier ist als Diener des Meisters gestorben. Wie es uns der Meister versprach, sind wir nun unsterblich. So wie die Daedra. Doch unser Leben hier ist ein Albtraum. Die Kreaturen des Gartens quälen uns ohne Unterlass. Wenn sie uns töten, werden wir wiedergeboren und alles wiederholt sich. Niemandem ist es bislang geglückt, den Garten zu verlassen, bis auf die wenigen, die umwunden mit den Banden der Auserwählten, die verbotene Grotte betreten durften. Lasst mich in Frieden. Ja, okay, viel Glück. Was wünscht ihr, Sterblicher? Nichts. Lasst mich in Frieden. Warte mal, ist das die Musik aus Skyrim? Den Soundtrack kenne ich aus Skyrim. Boah, ich wusste nicht, dass der schon hier vorkam. Musik? Ich kannte die nur aus Skyrim, wirklich. Ihr habt den Sigilburgfried bei Ganona zerstört. Meine Sippe sagt, ihr hättet gut gekämpft. Ganona? Ich habe noch nie davon gehört. Unser Clan hat die Stadt Quatsch geplündert. Eine leichte Beute, wie geschaffen für Skampe. Eure schnelle Vergeltung hat euch großen Respekt bei meinem Volk eingebracht. Wir hatten nicht erwartet, dass ein Sterblicher mit solch einer Entschlossenheit und Ehre agieren könnte. Sprechen bereitet uns keine Schande. Ich bin auf der Suche nach Manka. Ihr redet direkt und frei heraus, wie einer aus meinem Volk, oder beinahe so. Ich bin froh, dass ich euch noch nicht getötet habe. Was wollt ihr dann? Es führt nur ein Weg aus dem Garten. Ich bewache diesen Pfad. Geht diesen Pfad entlang, und es wird mir Ehre einbringen, euch zu besiegen. Aber ihr habt meine Sippe bei Ganona beschämt. Euch unter meine Herrschaft zu bringen, das würde mir auch viel Ehre einbringen. Also lasse ich euch die Wahl. Wollt ihr mir im Kampf gegenüberstehen? Oder mir eure Dienste anbieten? Ich habe einige Fragen erstmal. Ihr seid unverschämt, Sterblicher. Ich habe mich nicht bereit erklärt, Fragen zu beantworten. Gut, dann wähle ich den Kampf. Euer Verstand folgt einem einfachen Weg. Der Wahl eines Tieres. Doch zumindest zeigt ihr Mut. Ihr werdet versagen, Sterblicher. Und was werdet ihr dann sein? Tot.
und nichts anderes. Ergebt euch, Sklave. Erkennt Milchgesicht. Der bewegt sich aber flott. Nein, das Schwert! Läuternde Flamme. Bande der Auserwählten? Ich besitze die Bande der Auserwählten. Jetzt sollte ich die Tür zur verbotenen Grotte finden und sehen, ob er die Wahrheit gesagt hat. Bande der Auserwählten? Die Schnüre sind um deine Handgelenke gebunden und lassen sich nicht Mist. Toll. Wie wenig ihr doch versteht. Die Fürstentümer haben in den schwarzen Weiten Oblivions seit dem ersten Morgen wie Edelsteine gefunkelt. Zahlreich sind ihre Namen und die ihrer Meister. Der Kalthafen von Meridia, Heroids Morast, die 10 Mondschatten von Mephara und die Schönheit der Dämmerung, das Fürstentum von Lorkhan, von irregeleiteten Sterblichen fälschlich Tamriel. Was wünscht ihr, Sterblicher? Die kann auch nichts Neues sagen, okay. Lasst mich in Ruhe. Läuft hier in Unterwäsche rum? Ja, nun verstehe ich. Tamriel ist nur ein weiteres dädrisches Reich Oblivions, das vor langer Zeit seinem Prinz verloren ging, als er von denen, die ihm dienten, hintergangen. Fürst Dagon kann Tamriel, das ihm nach Geburtsrecht zusteht, gar nicht überfallen. Er kommt als Befreier des unterdrückten Landes. So, ich hab dir geholfen. Krieg ich was dafür? Ja, das Tamriel, das Berg Lorkhans ist, war mir irgendwie schon doch irgendwo bewusst. Der hat sie getötet. Und ich glaube, ich habe keine Wahl. Ich muss durch das Dings da gehen. Wiederherstellung hat sich verbessert. Nice. So, und einmal alles reparieren. Selbst. Wie kann es sein, dass mächtige Götter sterben und die Daedra nicht? Wie kann es sein, dass sich die Daedra den Menschen offen kundtun, während sich die Götter hinter Statuen und den ungläubigen Wörtern verräterischer Priester verstecken? Es ist ganz einfach. Sie sind letztendlich gar keine Götter. Die Wahrheit war euch seit eurer Geburt vor Augen. Die Daedra sind die wahren Götter des Universums. Julianos, die Bella und Stendar haben alle Lorkhan betrogen, indem sie sich als Gottheiten eines Fürstentums ausgegeben haben, das seinen Glanz der Führung verloren hat. Was sind Gelehrsamkeit, Liebe und Gnade schon im Vergleich zu Schicksal, Nacht und Zerstörung? Die Götter, denen ihr opfert, sind unbedeutende Schatten der Schöpfung. Sie haben euch ganze Zeitalter lang hinters Licht geführt. Weshalb ist eure Welt wohl seit Urzeiten ein umkämpfter Ort, eine Arena der Mächte und Unsterblichen? Es ist Tam, das Reich der Veränderung, Bruder des Wahnsinns,
Schwester der Täuschung. Eure falschen Götter konnten die Geschichte nicht vollständig neu schreiben. Aus diesem Grunde erinnert ihr euch an die Erzählungen von Lochkarn. Ein geschmähter, toter Schwindler, dessen Herz nach Tamriel kam. Aber wenn ein Gott stirbt, wie kann dann sein Herz überleben? Er ist Daedrot. Tamriel ist Daedrot. Dieses Herz ist das Herz der Welt. Denn sie wurden geschaffen, um sich gegenseitig zu genügen. Ihr alle erinnert euch an dies. Es steht in jeder... Daedra können nicht sterben. Also löschten ihn eure sogenannten Götter vollständig aus eurer Erinnerung. Okay. Die Bänder leuchten rot auf und die Tür öffnet sich. Ich habe die verbotene Grotte betreten. Nun muss ich sie auf dem Weg zur Terrasse der Morgenröte durchqueren, wo ich meinen Kameraden und das Amulett der Königin zu finden hoffe. Ich glaube, da unten brennt jemand noch. Was ist das? Sturmatrona. Achso. Nein, nicht schon wieder. Der stimmt Glück. Ich glaube, da kann ich mich nicht. Ich weiß nicht, wie lange er schon da unten am Brennen war, aber sie darf jetzt auch mal ein bisschen. Hi. Ihr tragt die Bande, aber ihr seid kein Gefangener. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Seldamir? Das ist meine eigene Sache. Trete zur Seite. Ich bin hier, um Manka Kamoran zu töten. Aus einfach raus. Könnt ihr das wirklich schaffen? Könnt ihr diesen ewigen Albtraum beenden? Könnt ihr Manka Kamoran schlagen? Und die Seelen all der armen Narren befreien, die ihm folgten? Ich kann euch helfen. Ohne meine Hilfe werdet ihr die verbotene Grotte nie verlassen können. Wer seid ihr? Ihr gehört zu den höchsten Rängen in Manka Kamorans Truppen. Ich half dabei, die Ermordung des Kaisers zu planen. Ich öffnete das große Tor vor Quatsch. Wir waren die Auserwählten. Wir sahen besser und klarer als gewöhnliche Sterbliche. Wir hätten die Welt zerstört und ganz neu aufgebaut. Manka Kamoran war unser Anführer, unser Lehrer, unser Meister. Er besaß das geheime Wissen. Merunes Dagon behandelte ihn wie seinesgleichen. Und warum solltet ihr mir helfen? Ich war bei der Plünderung von Quatsch dabei. Sie hatten keine Chance. Wir haben sie überrumpelt und wir überrannten die Mauern schon beim ersten Angriff. Aber sie haben trotzdem weitergekämpft. Verzweifelt. Sie schienen zu glauben, dass diese, ihre dekadente, banale Welt es wert sei, verteidigt zu werden. Ich wurde getötet, als die Schlacht schon vorbei war. Drei Städter, die sich in einem Keller versteckt hatten, griffen mich an, als ich ihr Haus auf der Suche nach Überlebenden betrat. Sie rissen mich in Stücke, auch wenn ich mir ganz sicher bin, dass meine Kameraden sie sofort getötet haben. Ich habe jede Menge Zeit gehabt, um meine Taten zu überdenken, seit ich hierher kam. Um sie zu überdenken und zu bedauern. Eine Ewigkeit lang zu bedauern. Als Strafe für meinen Wankelmut schickte mein Meister mich hierher, um meine früheren Kameraden zu quälen, die ähnlich undankbar sind für sein Geschenk des ewigen Lebens. Wie könnt ihr mir helfen? Niemand, der die Bande der Auserwählten trägt, kann diese Grotte verlassen. Die Türen öffnen sich nicht, und es gibt keinen anderen Ausweg. Ich kann sie entfernen, aber dafür brauche ich Zeit. Der Dremora-Aufseher wird jeden Moment hier sein, um mich zu kontrollieren. Spielt mit, bis er wieder weg ist. Verhaltet euch einfach, als wärt ihr ein Gefangener und tut, was ich euch sage. Sobald Orte wieder geht,
suchen wir uns einen ruhigen Ort, an dem wir euch diese Bande abnehmen können. Ich spiele mal mit. Gut, folgt mir. Und macht euch keine Sorgen. Ihr könnt mir vertrauen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich euch vertrauen kann. Was geht hier vor sich? Wer ist das? Ein Gefangener, hereingeschickt von... Ja, Kyn Reef. Herr, dieser Gefangene wurde von Katutet zum Verhör hereingeschickt. Ich wollte gerade damit anfangen. Kann ich ihn nicht einfach töten? Nichts entgeht eurem scharfen Auge, Kyn Reef. Katutet hat sich auch schon gewundert und darum hat er ihn zum Verhör hereingeschickt. Natürlich, Kyn Reef. Gefangener, ab in den Käfig. Nö. Da spiele ich nicht mit. Ich will nicht die Lava rein. So. Warte mal. Der bewegt sich nicht. Er scheint festzusitzen. Wo ist der Kollege jetzt hin? In die Lava. Ich will nicht in die Lava. Warte mal, das eine Schwert, das war... Ja, die will ich nicht. Weg damit. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge mal weiter, oder? Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!